Es wird beim Pferd ja sehr, sehr viel über den Darm geredet, über Darmsanierung, Entgiftung und all solche Dinge. Darmsanierung klingt immer so ein bisschen so, als wenn man einfach den alten Putz abschlagen kann und neu wieder auftragen kann. Das funktioniert leider nicht. Das wäre total schön, aber das können wir nicht. Man muss sich tatsächlich genau angucken, wo ist das Problem. Ganz oft ist es tatsächlich der Darm und ich werde gleich versuchen zu erläutern, woran das liegt. Das heißt also, es muss immer nachgeschoben werden, weil eine Magenfüllung so ein Pferd einfach nicht satt machen kann, sondern es ist extra ein kleiner Magen, mit dem man gut und zur Not auch schnell mal irgendwie weglaufen kann, aber der muss auch permanent nachgefüllt werden. Und diese Mikroorganismen, die sind sehr empfindlich und die müssen einfach gut gepflegt werden. Und gut gepflegt werden sie in erster Linie durch gutes Raufutter, was ständig von vorne wieder reinkommt. Und da gibt es einfach ein paar Dinge zu beachten, wie man eben das Pferd gesund halten kann und vor allem seine Mikroflora gesund halten kann. Das heißt, rein von der Energie her gesehen, das ist jetzt eine sehr grobe Rechnung, aber wahrscheinlich die meisten Freizeitpferde brauchen wahrscheinlich tatsächlich kein echtes Kraftfutter. Genau, Kraftfutter ist im Prinzip alles, was leicht verdaulich ist, wo leicht verdauliche Energie drin ist. Also in erster Linie Getreide, sämtliche Formen von Müsli, die ja auch zum großen Teil aus Getreide bestehen. Und in Müsli ist immer irgendeine Form von Melasse oder Zucker irgendwie zugesetzt. Deswegen ist es ja so lecker. Die bunten Geschichten da drin, die bunten Blumen da drin, die sind dafür drin, damit Mutti meint, dass es gesund ist. Es gibt ein paar Kandidaten, die haben überhaupt keine Fressbremse im Kopf. Also normalerweise wird der Appetit gesteuert beim Pferd, einmal über die Dickdarmfüllung. Der Dickdarm sagt, okay, ich bin jetzt voll, du kannst eine Pause machen, wir verarbeiten das erstmal. Und dann wird eine hormonähnliche Substanz ausgeschüttet, die letztendlich dann sagt, okay, wir machen jetzt mal kurz eine Esspause. Es gibt einige Pferde, bei denen das nicht gut funktioniert. Das hängt offensichtlich zusammen mit dem metabolischen Syndrom beim Pferd. Ne, Pferde, die ein metabolisches Syndrom haben, die haben diese Fressbremse nicht mehr. Die fressen, bis sie platzen. Ist nicht immer so, aber wirklich oft. Da muss man tatsächlich dann sagen, okay, ich sag dir jetzt, wie viel du fressen darfst. Dann sagt man, okay, das ist jetzt die Menge, das ist die Zahl und dann muss man eben sehen, dass man eine gute Ration strickt. Mangelhaftes Hufhorn ist ja in der Regel natürlich auch ernährungsbedingt und da liegt natürlich auch die Ursache ganz häufig im Darm oder eben in der Fütterung oder beides. Und auch wiederkehrende Hufgeschwüre. Also Hufgeschwüre kommen in den selteneren Fällen von unten, sage ich jetzt mal. Natürlich kann es mal passieren, dass ein Pferd sich an einer blöden Stelle was reintritt in den Huf und sich dann Hufgeschwür entwickelt. Aber wenn das die eigentliche Ursache für Hufgeschwüre wäre, dann hätten wir ja viel mehr Hufgeschwüre. Wenn man sich überlegt, wo Pferde so rumlaufen, ja, die müssen sich dann ja permanent was reintreten in die Hufe. Und meiner Meinung nach ist das eigentliche Problem von Hufgeschwüren, insbesondere beim zweiten und dritten Mal und vielleicht auch beim zweiten und dritten Mal am gleichen Huf, ein inneres Problem. Ja, also einmal muss man sich angucken, steht das Pferd vielleicht ungleich auf den Füßen, sind die ungleich belastet, dass ich einen anderen Druck habe. Aber wo kommt das her? Warum steht das Pferd komisch? Ja, das kann sein, dass eigentlich der Darm das Problem ist, dass das Pferd sich blöd bewegt und schräg steht, den Huf schlecht belastet. Und dazu kommt noch, dass auch die Hufe ja ein Hautanhangsorgan sind. Und möglicherweise das Pferd versucht, über die Hufe etwas nach außen abzuleiten, etwas loszuwerden, was es woanders nicht los wird. Also auch das ist in der Regel ein multifaktorielles Geschehen. Ja, habt Spaß mit euren Pferden. Also genau hinsehen, aber trotzdem in erster Linie Spaß haben, weil auch das ein wichtiger Faktor zur Gesunderhaltung ist. Also das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung ganz deutlich sagen. Spaß ist total wichtig, auch für Pferde. Also nicht alles so ernst nehmen, nicht immer nur Lektionen arbeiten wollen und irgendwelche Regeln einhalten wollen und alles genau takten wollen, sondern eine gute Zeit zusammen haben. Das ist das Wichtigste.